Hallo, heute Abend werde ich über die Geschichte Eckbert der Blonde sprechen. Eckbert und seine Frau Bertha haben keine Kinder, aber sie sind glücklicherweise verheiratet. Die Vergangenheit der Frau war sehr geheim, aber Eckbert wollte seinem besten Freund Walter von dem Geheimnis erzählen. Er überredet sie und Bertha sprach über ihre Kindheit. Sie hat von ihrer Familie gerannt und sie traf eine Alte. Die Alte betreut das Kind wie eine Tochter und die Alte hatte ein Hund und ein magischer Vogel. Als sie 14 Jahre alt war, beließ sie die Alte und klaut den magischen Vogel. Als der Vogel über ihre Treulosigkeit sang, tötete sie den Vogel. Bertha vergaß den Namen des Hunds, aber sagte Walter den Namen. Nach dieser war Bertha krank und sie hat gestorben. Später, Eckbert tötete Walter und er traf einen neuen Freund, Hugo. Eckbert war sehr verrückt und er sah, dass Hugo in die Alte und Walter verwandelte. Schließlich traf er die Alte beim Wald. Sie sagte, dass Bertha seine Schwester war. Am Ende ist sein Tod in der Nähe. Und das ist alles. Danke.